Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dirt Rally hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, heute fahren wir was ganz, ganz Besonderes und zwar Rally Monte Carlo, beziehungsweise auch Monaco. Ja, ist ja irgendwie Monte Carlo Monaco. Ja, mit einem alten klassischen Mini. Und das haben sich tatsächlich ganz, ganz viele gewünscht. Und im letzten Video habe ich ja gesagt, ihr könnt mir immer gerne, gerne Vorschläge bringen, sei es irgendwelche Länder oder irgendwelche Fahrzeuge oder Gruppierungen oder von mir aus auch Kombinationen. Und tatsächlich die Kombination Monaco und Mini stand sehr, sehr oft drin. Und da dachte ich ja, das kann ich ja jetzt eigentlich nicht ignorieren. Das machen wir heute auch. Was auch sehr, sehr oft da stand, war Rallye Deutschland, aber mit den verschiedensten Kombinationen. Und ich denke auch, dass wir nächste Folge, nicht zu 100% sicher, aber zu hoher Wahrscheinlichkeit, fahren wir höchstwahrscheinlich Rallye Deutschland. Allerdings könnt ihr trotzdem unter diesem Video, und da fordere ich euch auch dazu auf, gerne, gerne weiterhin irgendwelche Kombinationen oder irgendwas hinschreiben, wenn ihr sagt, hey, Rallye Schweden musst du unbedingt nochmal machen, mit zum Beispiel Gruppe B, weil dadurch kannst du dich richtig umbringen zum Beispiel oder sowas. Nee, es sollen schon Sachen sein, die cool sind, die auch Spaß machen, wobei ich glaube, jede Kombination, die irgendwie herausfordernd ist und so weiter, macht irgendwo irgendwie Spaß. So, und ich würde auch sagen, bevor ich zu lange laber, springen wir wieder ins Cockpit. Die Position habe ich schon im Vorfeld eingestellt und zum Vorfeld, da komme ich auch gleich noch zu sprechen, aber ich würde sagen, wir starten die erste Etappe. 4 Etappen fahren wir heute. 4. Und jetzt konzentrieren wir uns erstmal, denn... Vorsicht! Ja, das bleibt immer gleich. Was wollte ich sagen, genau? Und zwar, was wollte ich sagen? Ich hab's gerade vergessen. Das ist super. Am Anfang der Etappe. Ja, Monaco. Fangen wir vielleicht erstmal mit Monaco oder Monte Carlo an. Durch was zeichnet sich's aus? Es ist größtenteils eine Asphalt-Etappe oder Etappen, die natürlich sehr geil sind. Allerdings muss man dazu sagen, dass sehr viel Schnee, ja, wie ihr seht, und auch Eis. Und das macht sie tückisch. Vor allem, wenn dann auf einmal so eine Eisbank kommt oder so eine Schneebank kommt, sage ich jetzt mal, während man dann noch mit rechnet, dass hier alles asphaltiert ist, ist dann schon ziemlich kritisch, muss ich sagen. Und da muss man schon aufpassen, ja. Der Vorteil, den wir jetzt hier haben, natürlich mit dem Mini, ist, er ist relativ klein und deswegen wirkt die Strecke auch relativ breit und das können wir auch ein bisschen ausnutzen. So, erste Zwischenzeit grün ist schon mal gut. Und nein! Ah, das war nicht so geil, voll auf die Schneebank draufgesetzt. So, ja, wir fahren hier in den verschiedensten, also 4 Etappen habe ich schon gesagt. Wir fahren immer, oder 2 Sprint, 2 lange Etappen, das immer im Wechsel. Wir beginnen mit der Sprint-Etappe, dann eine lange, dann eine Sprint, dann wieder eine lange zum Schluss. Und wir haben die verschiedensten Bedingungen, die ich so gefunden habe. Nebel, Schnee, Tag, Nacht, alles dabei. In rechts 5. Oh, wo geht's denn hier lang? Ja. So. Oh, erster Gang ist nicht so gut. Das war Gruß an den Motoren, ans Getriebe. So. Und jetzt hier mal Vollgas ein bisschen. Links 1 lang. Oh ja, wenn da links 1 heißt, dann habe ich schon ein bisschen Angst. Und hier ist jetzt zum Beispiel, genau, jetzt endet hier ein bisschen der Schnee und das Eis. Und ist mehr Asphalt. So, jetzt hat man ein bisschen mehr Grip. Aber das wechselt halt ständig. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. So, und Kehren gibt es auch ganz viele hier in Monaco. Jetzt gucken wir uns, grooven wir uns erstmal Step by Step ein bisschen rein. Und ja, in der vergangenen Folge oder in der vergangenen Folge habe ich ja immer gesagt, dass ich so mich 15 Minuten einfahre. Ja, und da habe ich mal gefragt, ob ich das für euch aufzeichnen soll, ja. Und da haben auch ein paar gemeint, ja, komm, kannst du eigentlich machen, warum nicht? Und das habe ich auch tatsächlich gemacht. Ich habe mich gerade hier 15 Minuten eingefahren, ungefähr, ein bisschen weniger, glaube ich, waren sogar. Und das Ganze habe ich aufgenommen. Das Ganze wird jetzt nicht am Anschluss drankommen. Das habe ich mir sogar überlegt. Im Anschluss, Moment, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren und dann reden wir weiter. Ich glaube, das ist geschickter. So, erstmal ein bisschen konzentrieren. So, es sind viele enge Kurven.
Achtung, rechts 4, Wand am Ausgang, Kuppe 100. Achtung, gerade in rechts 3. So. Sofort kehre links. Sofort kehre links, wo ist sofort? Ah, hier. Rechts, nee. Rechts, oh. Kuppe. Nein, das war voll falsch angefahren. Links, rechts, Kuppe. Das hat jetzt natürlich richtig Zeit gekostet, bestimmt. Jetzt holen wir das noch auf, komm, die letzten Meter gebe ich jetzt nochmal volles Risiko. Komm hier rum. Macht auf jeden Fall mega Laune, Monaco. Also in den 15 Minuten, wo ich mich eingefahren habe, fand ich, hat es richtig Laune gemacht. Ja, Etappe abgeschlossen und ich sehe nur weiß. Ah, jetzt sehe ich wieder ein Auto. Wunderbar. 3,59 haben wir gebraucht für die erste Etappe und sind aktuell führender. Gucken wir auch die Wiederholung ein bisschen an. Genau, dann kann ich ein bisschen labern. So. Und zwar die 15 Minuten knapp, sag ich jetzt mal, habe ich auch aufgenommen diesmal. Diesmal war es gar nicht so spektakulär, würde ich behaupten. Aber ich habe mir überlegt, ob ich das im Anschluss des Videos dran schneiden soll. Aber dann wäre das Video halt mega lang geworden. Und ja, meistens oder oft schrecken lange Videos Leute ab. Und deswegen handhabe ich das jetzt so, dass ich das in zwei Videos raushau. Das heißt, jetzt hier direkt im Anschluss, so eine halbe Stunde nach Veröffentlichung dieses Videos, wird es quasi so ein Warm-up-Video, werde ich das nennen, geben. Da werde ich am Anfang dann noch einmal kurz was sagen. Aber im Großen und Ganzen wird es dann nur Gameplay sein, diese Einfahrt quasi auf diese Etappe mit dem Mini. Und 160. Genau, ich mache es halt als extra Video, weil dann könnt ihr euch das immer selber überlegen, ob ihr das sehen wollt oder halt eben nicht. Ja, ob ihr dann halt sagt, ja, ich möchte das Warm-up sehen, ich möchte sehen, wie Ray hier die ersten Schritte wagt und je nachdem sich ein paar Mal überschlägt oder nicht. Und die Leute, die sagen, nö, interessiert mich nicht, die können das auslassen. Genauso auch andersrum, wobei das wäre ein bisschen schade, wenn ihr sagt, ich will nur das Warm-up sehen und die tatsächliche Aufnahme, also diese hier nicht. Wäre ein bisschen traurig. Aber ja, im Prinzip habt ihr dann diese Freiheit, deswegen diese zwei Videos. Ich denke, das ist die beste Möglichkeit, das so zu machen. Und ja, nur, dass ihr euch nicht wundert, dass kurz gesagt wird. Ich werde es dann auch in diesem Warm-up nochmal kurz am Anfang sagen, dass auch die Leute, die da reinschalten, dass sie gleich Bescheid wissen, warum diese zwei Videos. Genau, so, jetzt konzentrieren wir uns aber auf die Rallye. Monaco, wie gesagt, schon Asphaltrallye mit viel Eis und Schnee. Macht sie sehr, sehr schwierig auch oder anspruchsvoll. Ist aber, wie gesagt, eine Prestige-Rallye. Ist halt eine, im Rennkalender immer noch die erste Rallye, die gefahren wird in der WRC. Und halt eben Kombination Mini, das ist halt, ja, das ist die Rallye-Prestige. Ich glaube, das will jeder Rallye-Fahrer will das mal so machen, oder? Wird es immer noch betrieben eigentlich, so Mini mit also vielleicht modernerer Mini mit Monaco? Ich weiß nicht, ich kenne mich an der Rallye-Szene nicht so aus, ja. Das sage ich auch ganz offen und ehrlich. Und ich würde auch nie was anderes behaupten, aber da bin ich ein bisschen auf euch angewiesen. Und da bin ich auch dankbar, wenn ihr da ein bisschen Feedback gibt, ob es tatsächlich noch so eine Mini-Monaco-Rallye oder sowas gibt. Würde mich schon freuen. Aber ich würde sagen, wir machen weiter. Wir haben nämlich jetzt noch eine lange Stage, beziehungsweise jetzt kommt eine lange Stage. Und da machen wir auf jeden Fall direkt weiter. Und da ist die Bedingung, glaube ich, auch nicht so geil. Ich glaube, da haben wir Nebel sogar. Ja. Ihr seht auch schon, 9,8 Kilometer lang, 67% Asphalt, 22% Eis, 11% Schnee. Also auch hier haben wir wieder auf jeden Fall einiges zu tun. Und ich bin gespannt. Was natürlich auch noch sehr interessant zu sagen ist, ist zum Mini selber. Der Mini selber ist ein frontangetriebenes Fahrzeug. Das hatten wir bis jetzt auch noch nie. Wir hatten ja einen Heckantrieb, hatten wir schon mit dem Kadett und Allrad natürlich auch schon zu Genüge. Hier haben wir einen Frontantrieb. Aber was den Mini so besonders macht, natürlich, dass er so klein ist. Ja, das macht ihn auf Monaco sehr gut zu bewegen. Aber was ihn halt sehr gut macht, er hat rund 100 PS auf knapp, knapp über 600 Kilogramm Gewicht. Und das macht ihn natürlich schon giftig und ein bisschen, ja, wie das heißt giftig, es macht ihn flott. Und deswegen ist es eine geile Kombination und muss sagen, ja, bis jetzt macht es Spaß. Aber jetzt gucken wir mal, wir haben noch das meiste vor uns und ich würde sagen, jetzt konzentrieren wir uns mal voll und ganz auf die Etappe. Genug Informationen gestreut, wenn mir nochmal was einfällt, dann werde ich das sicherlich noch irgendwann sagen können. So, Handbremse wird angezogen und dann wird angegast. 3, 2, 1, go! So, der erste Gang ist mega kurz übersetzt bei dem Fahrzeug. Das ist mir auch bei der Einfahrt aufgefallen, dass man eigentlich so gut wie nie im ersten Gang fährt. So, jetzt fahren wir mal bei Nebel. Das ist natürlich Ausnahmesache. Das sieht man nicht so viel. Da muss man schon so ein bisschen auf den Ansager hören. Aber hier ist jetzt alles noch relativ... ohne Eis. Oh! Ja! Da sagt er links halten. Und ich halte mich links, ja? Nur ein bisschen zu links.
Das war jetzt natürlich nicht so geil. Das hat jetzt natürlich richtig Zeit gekostet. Aber komm. In rechts 660. Oh, jetzt war ich gerade eine Scheiße. Komm. Rechts 6 lang Kuppe. So, ich wollte mich auf die Etappe konzentrieren und naja, egal. Er sagt zu mir, links halten, ja, ich halte mich links. Habe aber natürlich jetzt auch ein bisschen vergessen, dass ich ja an Rechtslenker sitze und habe dann wohl die linke Seite ein bisschen unterschätzt. So, 1,5 Sekunden sind wir jetzt hin dran. Geht ja noch, würde ich sagen. Kann schlimmer sein. Das Einzige, wo ich ein bisschen Angst habe, ist jetzt tatsächlich, dass wir einen Schaden haben. Aktuell merke ich nichts. In links 3 lang 100. Und deswegen hoffe ich jetzt auch mal, dass wir da durchstehen können. Nach der Etappe dürfen wir auf jeden Fall reparieren. Nach einer langen Etappe ist ja meistens Reparaturzeit, eine halbe Stunde. Ich hoffe echt, dass wir keinen so krassen Schaden haben. In links 4 lang. Ich meine, wir können vom Glück sprechen, dass uns direkt wieder nach vorne gedreht hat. In rechts 2 lang. So, jetzt gucken wir mal. In links 3 Kuppe. Und offene Kehre links. So, eine Kehre. In rechts 3 lang. Wie gesagt, die fahre ich eher im zweiten Gang, weil der erste Gang echt viel zu kurz übersetzt ist bei dem Fahrzeug. Das ist echt nur zum Anfahren gedacht. Und nochmal eine Kehre. Kehren werden wir öfters hier haben auf der Etappe. Oh, das ist ja. Wow, oh, ein bisschen Untersteuern haben wir auch. Alles dabei. Aber macht Spaß. Es macht echt Spaß. Muss ich echt sagen. Ich habe echt Angst gehabt, muss ich sagen, vor der Kombination. Front-André, Mini, Monaco, Eis. Aber ich muss sagen, beim Einfahren lief das relativ flott schon. Also ich muss auch echt sagen, jetzt das erste Mal nehme ich das Warm-up auf. Und das Warm-up ist eigentlich gar nicht so spektakulär gewesen. Also die Kombination macht echt Laune. Es könnte halt auch daran liegen, dass der Mini dann im Verhältnis halt doch zu den anderen Fahrzeugen etwas langsamer ist und man halt doch mehr Reaktionszeit hat. Das könnte natürlich das Ganze vereinfachen. Ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen das Einsteiger Erfahrung, die man machen kann. Aber eine geile Kombi. Und die fahre ich gern. Ja. Und hier habe ich ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, wo jetzt der Bremspunkt ist. So ein bisschen mit Handbremse nachhelfen. Dass man das Heck ein bisschen rumwerfen kann beim Mini. Ja, das ist nämlich nicht immer so einfach, weil Driften ist schwierig beim Frontantrieb. Aber so das Heck ein bisschen dazu zwingen zu kommen, kann man halt mit der Handbremse. Das macht bei den Kehren natürlich schon Sinn. Und man kann es natürlich sofort auch wieder abfangen durch den Frontantrieb. Einmal ein bisschen Gas geben und dann stellt sich das Ganze wieder gerade. Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Darf mich jetzt nicht aus dem Konzept bringen lassen. Das ist ein schnellerer Abschnitt. Hier wieder eine Kehre irgendwo. So. Links 5 über 100. Und der Nebel ist echt ein bisschen tückisch, würde ich mal behaupten. Ja, da muss man echt aufpassen. Eng am Ausgang klingt schon mal nicht so geil. Aber passt. Ja, der Mini ist halt selber klein. Das heißt, selbst die engen Stellen sind gar nicht so eng. Ja. Ist halt ein Mini. Da waren sie auch noch Mini. Die neuen Mini sind ja alles andere als Mini, ja. Das ist ja schon lange kein Kleinstwagen mehr in meinen Augen. Oh, das war jetzt natürlich totaler Scheiße, wie ich die Kurve gefahren bin. Ah, komm. Jetzt hätte ich eher im zweiten Gang bleiben müssen. Egal. Links 4 halb lang. Ja, kriegt das schon hin. Und rechts 2 macht zu bis 1. Macht zu, das gefällt mir schon mal nicht so. So. Rechts 5 über Kuppe. Hier ist jetzt zum Glück nicht so vereist. Aber das kann jederzeit passieren. Und rechts 4. Boah, das war auch nicht so geil gefahren. Und links 2 halb lang. Aber bis jetzt läuft es ganz gut, würde ich sagen. In links 4 über 830. Aber ja, hier kann es so schnell passieren, dass man was kaputt fährt. Vor allem jetzt hier gerade so beim Nebel. So eine Sache. Links 3. Boah. Links 3, ich bremse noch ein bisschen an. Über Kreuzung 60. Boah, das sieht sehr rutschig hier aus. Da spiegelt es richtig. Wenn es so spiegelt, ist immer ein Indiz dafür, hier könnte es glatt sein. Achtung, da muss man also ein bisschen aufpassen. Und kehre rechts.
So, da haben wir eine Kehre wieder. Rechts 6, lang 40. Rechts 6, und Vollgas. Wir fahren jetzt hier auch ein bisschen bergauf. Ich denke ich denke mal, dass wir auch Bergab-Attacken haben. Ich weiß es nicht. Achtung, links 2, aber zu bis 1, Hektar. Das werden wir dann sehen. In rechts 2, lang 100. Eis ab hier. Eis ab hier, ja. Also jetzt sagt er auch an Eis und man sieht es auch, da ist nicht mehr viel mit Asphalt, da ist auch viel Schnee dabei, glaube ich. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Links 4 doppelt. Wow, guck mal, wie es hier spiegelt. Das ist ja richtige Eisfläche. In links 5. Ich glaube, mit dem Heckantrieb wird man sich ja echt umbringen, jetzt ohne Scheiß. Der Frontantrieb hilft da schon natürlich ein bisschen. In links 1 lang macht auf. Boah, und hier ganz viel Snowbanks. Kehre rechts, helfen wir mal mit der Handbremse wegen mit. In links 1 macht auf und boah. Zu 60. Kehre boah. Rechts. Ist das ein Untersteuern jetzt hier auf dem Eis mit dem Frontantrieb? In links 1 komm, lang. Komm, komm, komm. Das in ist ja boah, richtig krass und richtig langsamer Abschnitt hier. In links 5 halt aber klar auf dem Eis. Ich bin froh, dass nicht so schnell ist. Auf dem Eis so schnelle Abschnitte werden, glaube ich, echt böse. Boah, boah, guck mal, wie es hier spiegelt. Ist ja echt heftig. Links 2 macht auf, über 80. So, links 2 macht auf. Klingt schon mal nicht schlecht. So. In rechts 2 lang Kuppe. Rechts 6. Boah, da trägt es mich weit raus, aber passt. Oh. Im Gang zurück und nochmal angasen. In offene Kehre links. Mach zu. So, da hätten wir ein bisschen enger fahren können. Aber passt. In rechts 1. Rechts 1. In links 3. In rechts 2 mach zu bis 1. Das ist ein Geschlängel. In links 4 lang 40. Und Gas, Gas, Gas. Oh, hier ist Ziel. Aber wir haben noch Kurve. Uiuiui. Krasser Scheiß. Aber gute Etappe. Guck mal an. Hätten wir den Dreher da nicht gehabt, ja? Da waren wir auch nur 5 Zehntel hinten dran. Dann wäre das eine richtig krasse Etappe gewesen. Guck mal an. 26 Sekunden haben wir sogar aufgeholt. Ey, das lief sogar richtig gut, würde ich mal sagen. Gucken wir uns das auch mal an. Den Dreher will ich nochmal sehen. Gucken wir den nochmal an. Der war ja klar am Anfang. Hoffentlich kann man den. Zeigen Sie auch die Außensicht. Boah, da quietschen die Reifen. Wumm, Alter. Von außen sieht es sogar richtig schnell aus, ne? Rechts. Ihr war das, oder? Ah, ne. Aber gleich. Das sieht ja alles irgendwie gleich aus. Boah. Da arbeiten die Reifen. Jetzt müsste es hier irgendwo sein. Und? Ja. Oh, ja, das war. Aber immerhin hat es uns wieder in die richtige Fahrtrichtung gedreht, ja? Aber das Auto hat, glaube ich, auch optisch ein bisschen was auf die Fresse bekommen. Ja, Lichter sind nämlich kaputt. Aber gut, Lichter brauchen wir ja auch nicht, oder? Im Nebel. Blenden sowieso nur zurück. Alle Leute, die vielleicht einen Führerschein gerade machen oder erst kürzlich gemacht haben oder gerade dran sind, ja, die wissen auch, dass man zum Beispiel, oder das lernt man auch, dass wenn es Nebel hat oder starker Nebel hat, dass man zum Beispiel auch nicht aufblendet, ja? Weil das Licht reflektiert so stark, dass man dann im Endeffekt gar nichts sieht. Deswegen, da muss man immer ein bisschen aufpassen mit dem Licht. Und deswegen eher mit dem normalen Abblendlicht fahren. Aber ja, wir haben unser Licht direkt geschrottet. Ich hoffe mal, dass wir jetzt auch reparieren dürfen, weil ohne Licht in der nächsten Etappe könnte kritisch werden, weil ich glaube ziemlich sicher zu wissen, dass die dritte Etappe die Nachtetappe war. Wieder eine Sprintetappe. Ja, wir wechseln ja ab. Und ja, aktuell sind wir, bleiben wir auf Platz 1, dicht gefolgt von Die Krall aus der Tschechischen Republik. Und danach kommt der H. Kinley aus Schottland. Ja, aktuell sieht es ganz gut aus. Ja, kann mich nicht beschweren. Und jetzt geht es dann aber zur nächsten Tabelle. Und ich hatte recht. Ja, wir fahren tatsächlich in der Nacht, bei Schnee sogar. Und 40% Asphalt, 38% Eis, 22% Schnee. Das ist, glaube ich, bis jetzt die schneeigste, eisigste und wahrscheinlich auch die anspruchsvollste Etappe, die wir jetzt hier haben. Und wenn wir hier gut durchkommen, dann ist schon mal gut. Das Wichtigste ist jetzt aber, dass wir... guck mal, wir haben alles wieder auf 100% repariert und wir hätten noch knapp 4 Minuten Zeit. Also ja, danke ans Team, dass die das so gut hinkriegen, ja. Alles wieder repariert und wir nehmen an,
Und jetzt ist aber auch wichtig, ja, muss man auch dazu sagen, dass natürlich wir das Auto jetzt nicht kaputt fahren dürfen, weil danach kommt eine lange und die finale Etappe und da ist ja wichtig, dass das Auto heile bleibt. Deswegen würde ich einfach mal behaupten, lieber etwas langsamer dafür Safety durch, damit wir ein starkes Auto auch in der letzten langen Etappe haben. Das ist jetzt meine Strategie, ja, dass ihr Bescheid wisst. So, jetzt Handbremse anziehen und 4, 3, 2, 1, Vorsicht! Offene Kehre links. Ja, noch sehe ich keine Kehre. Ulala. Jetzt sehe ich aber eine Kehre. In rechts wird es halb lang und dann der Schnee ist ja echt heftig, oder? Links rechts über Kuppe. So, jetzt aber erstmal Concentration. Sofort Kehre rechts, Welle am Ausgang. Ein bisschen enger gefahren, aber passt. 100 Kuppe. Boah, leck mich am Arsch. Links 4 halb lang. Ich sehe ja fast gar nichts, aber geil. Sieht optisch richtig geil aus. Und rechts 2 macht zu bis 1. In links 2 und rechts 1, 100. Ist eine Sprintetappe, das heißt, Leute, da sind wir eigentlich fix durch. Knapp 4 Minuten, schätze rechts ich mal wieder. Über das heißt, jetzt einfach Concentration. Und links 1 halb lang. Konzentration und rechts 4 und einfach durchkommen, das ist und das Wichtigste. Aber sieht geil aus, ey. Nacht und Schnee. In links 4 über optisch sehr geil. Muss ich immer wieder sagen, Dirt Rally, für das, dass noch die alte Ego Engine hier verwendet wurde. Ne, Formel 1 hat ja die neuere schon, aber für das, dass das hier die alte noch ist, sieht es richtig gut aus, links muss man echt drei sagen. So, ich bremse ein bisschen ab. Oh, hier ist Eis am Start. Nein. Das hat natürlich jetzt einen Schaden gegeben. Das wollte ich vermeiden, aber da war richtig Eis am Start. Da habe ich richtig gemerkt, wie es anfängt zu rutschen und ich nichts mehr machen konnte. Ich hoffe, wir haben jetzt keinen Lenkungsschaden. Aktuell merke ich jetzt nichts. Zeit hat es auf jeden Fall gekostet. Und rechts 6 lang 40. Und hier ist am Ausgang ist wieder Eis. Das ist ja richtig scheiße. Ich dachte so, oh, da können wir schön rum, schön noch trocken hier. Und dann auf einmal Achtung, mitten in der Kurve kommt Eis. Also die Etappe ist auf jeden Fall kritisch. Vor allem, weil man durch das Schneegestöber das Eis gar nicht so richtig erkennt auf der Strecke. Noch führen wir die Etappe an, aber haben natürlich jetzt mächtig Zeit verloren. Und jetzt sind wir auf Eis, ja, oder Schnee-Eis, ja, sag ich jetzt mal. Links 4 lang, doppelt macht zu. Da müssen wir jetzt natürlich aufpassen. Und rechts 2 lang. Boah. In links 5. Jetzt einfach nur durchkommen. Ich will nicht nochmal hier gegen irgendwas knallen. Schon passiert's was. In links 1, weil, wie schon gesagt, die Motto ist ganz klar. Ich möchte für die lange Etappe eigentlich ein heiles Auto haben. Boah, das geht viel schneller. Viel zu langsam hier durch. Komm. Ohne Kehre rechts. Vielleicht mit der Handbremse ein bisschen nachhelfen. Boah, das war nicht so geil gefahren. In links 5 halb lang über Kuppe. Ja gut, jetzt mal gucken. Jetzt werden wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen Zeit verloren haben. Oh ne, gar nicht. Wir haben sogar gewonnen. Sind die anderen noch beschissener gefahren. Aber ja, wie gesagt, mir, selbst wenn wir die Etappe hier verlieren, wäre mir egal. Ich würde ganz, ganz gern heile durchkommen. Weil die Bedingung ist hier schon doch nicht in rechts 2 lang Kuppe. Geschenkt. Rechts 6. Boah, das war ein bisschen zu schnell hier rein. Rechts 6. In rechts 4 so lang nicht schneiden. In offene Kehre links. Mach zu. In links 3 lang. So, wir haben es fast geschafft, Leute. In rechts 1. In links 3. In rechts 2 macht zu bis 1. In links 4. Nein. Nein. Ich habe schon gedacht, wir überschlagen uns jetzt. So, das hat jetzt auch nochmal Zeit gekostet. So, ins Ziel. Das ist dasselbe Zieleinfall wie gerade eben. Aber trotzdem, war okay. Gut, wir haben das Auto vorne rechts. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich hoffe, dass der Schaden nicht zu krass ist. Ich meine, wir haben jetzt hier nochmal gut machen können. Haben die Etappe auch gewonnen. Allerdings, ja, wieder ein blöder Fehler drin gehabt. Aber das war aber auch schwierig. Also ich habe das Eis
erst gemerkt, bevor ich es gesehen habe. Das war bei der Bedingung, ist es echt kritisch, weil es der Schnee so drauf fällt. Und gerade in der Nacht und so, wobei in der Nacht sollte ja eigentlich Eis sehr gut spiegeln durch die Scheinwerfer, aber das hat es halt eben nicht. Ja, das war natürlich so eine Sache. Aber es sieht optisch doch geil aus, oder? Wie das Licht so über die Etappe durchbricht. Sehr, sehr geil. Links 4,5 lang. Und bis jetzt läuft es ganz gut. Bis jetzt haben wir alle Etappen gewonnen. Also bis jetzt kann ich mich nicht beschweren. Dem her alles gut. So, und bevor die Folge aber auch zu lange wird, würde ich sagen, springen wir, auch wenn es geil aussieht, direkt zum großen Finale. Wie gesagt, ich hoffe, der Schaden ist nicht zu krass. 30 Sekunden aktuell der Vorsprung, das ist auf jeden Fall gut. Aber wir wissen selber, wie schnell man 30 Sekunden einfach mal eiskalt verlieren kann. Und schau dich mal dieses Monster an von einer Etappe. 10,8 Kilometer, also fast 11 Kilometer an Länge. Wir fahren aber immerhin jetzt mittags, also bei Sonnenschein, sonnig, 20% Eis, 70% Asphalt, 10% Schnee. Also ich würde sagen, der Asphaltanteil ist relativ hoch, haben aber sehr, sehr viele enge Kurven, wie man sieht. Und ich bin gespannt. Also jetzt heißt es auf jeden Fall Konzentration nochmal, noch einmal durchziehen, drückt mir die Daumen. Ich hoffe doch, dass wir jetzt hier vielleicht eine Siegeserie durchsetzen können. Das wäre mal echt ein Erfolgserlebnis, wenn wir alle Etappen gewinnen. Das wäre geil und das ist auch mein Ziel. Ich hoffe, der Schaden, wie gesagt, ist nicht zu groß. Gucken wir uns das Auto vielleicht mal ganz, ganz kurz nochmal von außen an. Und ja, dieser kleine Schaden nehmen wir natürlich jetzt mit hier. Ich hoffe, es ist nicht zu krass. Ja, das könnte natürlich die Leistung beeinträchtigen. Das Fahrwerk scheint nicht getroffen worden zu sein. Ja, ich hoffe das Beste. Und wir sitzen wieder rein, Handbremse wird angezogen und es geht los, Leute. 4, 3, 2, 1. Vorsicht, Eis ab hier. Links 2 und rechts 4 lang. So, Eis ab hier, sagt er gleich am Anfang. Also wir starten hier am Eis. Und links 5. Und ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, vorher haben wir einen Höhenunterschied rechts von Minus. Das heißt, wir fahren in der Regel bergab. Aha. Rechts 3, macht zu. Nein. 60. Okay, ja, wir haben Eis am Anfang, ja. Das darf ich jetzt nicht vergessen. Und das merkt man auch direkt. Links 2. So, Konzentration. So, jetzt aber echt Konzentration. Ihr kennt das schon, letzte Etappe. Da halte ich mal, glaube ich, zwischenzeitlich einfach mal das Maul. Links 3, innen rechts 3, halblang 60. Links 6, über Kuppe 60. Links 2. Rechts 6, links 5. Ja, ist ein bisschen rutschiger hier auf jeden Fall. Und ihr seht auch so durch das sonnige Blende des extrem. Links 6 lang. Kennen wir ja schon, auch von der Griechenland-Rallye letzte Mal. Wenn die Sonne blendet, ist es schon so eine Sache. Aber jetzt gucken wir einfach mal. Boah, und hier sind sehr, sehr scharfe Kurven. So scharfe hatten wir bis jetzt noch gar nicht. Ja, das sind richtige Haarnadelkurven. Nicht nur Kehre, sondern richtige Haarnadelkurven. Achtung, rechts 3. So, ich bremse wieder ein bisschen an. Boah, man erkennt gar nichts am Kontrast, ne? Ist mega, mega, mega. So, mit Handbremse ein bisschen rumwerfen, das Scheißding. Und rum geht's. Links 4, über Kuppe lang. Links 3 lang, 60, Achtung, scharf rechts. Und wieder eine scharfe Kehre, da vorne ist sie. Rechts 6 lang. Ja, durch, dass wir nicht richtig driften können, wirf ich lieber das Heck rum, positioniere mich richtig und dann gebe ich wieder Vollgas. Macht einfach irgendwie mehr Sinn. Rechts 6. Oh, so, müssen wir echt aufpassen hier. 60, rechts halten über Kuppe. Rechts 6, 80. Rechts 6, 80. Achtung, rechts 1 lang, 100. Wow. 1 lang ist gut und es sieht so aus, als ob wir jetzt in asphaltigere Gebiete kommen. Klar, wir fahren bergab. Normal müsste jetzt wärmer werden. Nein. Hypothetisch gesprochen. In links 3 lang, fahren wir 80, jetzt in eine 60, wärmere Klimazone. So, und wieder eine scharfe Kurve. Ein bisschen zu früh gelenkt. Ah, das war nix. Das war scheiße. Das hat Zeit gekostet. Aktuell stehen wir ganz gut. Ich glaube, 11 Sekunden hatten wir in der Zwischenzeit. Das ist natürlich schon mal ein gutes Polster. Aber ja, wir wissen selber, wie schnell man sowas verliert. In rechts 3 lang in. So, jetzt aber Konzentration. Und Eisplatten. Ihr hört, da geht's schon wieder los mit Eis. Boah. Rechts 3 nicht schneiden. Links 4 macht zu bis 3. Rechts 3 nicht schneiden. Links 3 in rechts 6. Über 100 nicht schneiden.
Und das ständige Bergabfahren ist halt auch so eine Sache, ne? Bremsweg. Achtung, in scharf rechts 60. Wird natürlich so eine Sache sein. Wieder so eine Kehre. Die machen aber relativ Spaß, mit dem Mini zu fahren, durch den kurzen Radstand des Minis. Kann man da halt richtig schnell durchzirkeln. Links 3 über Kuppe. In rechts 2 lang in Kuppe. So, 2 lang. Und Vollgas. Rechts 150. Rechts 3 lang 100. Boah. Links 3 halb lang. Relativ schnellerer Abschnitt. Links 3 halb lang. So halb lang. Boah. Kehre links. Ohne Kehre mal wieder. In rechts 4 lang. Jawohl, komm rum. In links 6, rechts 5, über Kuppe. Bis jetzt macht die Etappe echt am meisten Spaß. Aber gut, klar, die Bedingung ist halt natürlich jetzt auch die beste. Ne? Achtung, links Sonnenschein. 60, Kehre rechts. Boah, da muss ich aufpassen. Da will ich ihn nicht aufsetzen. 60. Komm. Das war nicht gut gefahren hier. Das muss ich erstmal wieder reinfahren. Aktuell 23 Sekunden, das läuft ja richtig gut. Aber macht mir auch gerade richtig Spaß, die Etappe. Achtung, gerade über Kuppe, Welle in rechts 1. Oh, 1 heißt hart bremsen auf jeden Fall. In links 1. Boah, und trotzdem verkacke ich's. Das ist halt das Gefährliche hier. Ständig kommen enge Kurven und Eis könnte immer lauern. Schnee könnte immer lauern. Immer konzentriert bleiben. Rechts 4 macht zu bis 1. Boah. Links 2 lang 60. Links 500. So, komm und zieh. So, bergab. Das macht richtig Spaß, bergab zu fahren. Ah, das war nicht so gut. Aber nochmal abgefangen mit Handbremse. Einmal mal rumgeschmissen. In rechts halten, über Kuppe. Solange es nur leichte Berührungen sind. Achtung, 60 rechts frei, über große Welle. Innen halten, links 4, halb lang 100. Boah, lala. Links halten, über Kuppe. Alter, was ist das? Achtung, rechts, wie geil ist das, bitte? Links 100. Boah, das war ein bisschen zu viel Handbremse. Das muss ich hier komplett neu anbeschleunigen, aber egal, Hauptsache rum. Achtung, 100 bergab, kehre rechts. So, bremse mal lieber an. Handbremse und Vollgas. Links 6 über 100. Rechts 6, 60, Kuppe. Achtung, rechts 4 macht zu, links 5 nicht schneiden. Rechts 6 und links 3. In rechts 5 halb lang, in links 4 lang. Boah. Und rechts 2 über 80, über Haltebucht, macht zu bis 1, links 4. Und da quietschen die Reifen. Aber ja, es scheint mir echt, je tiefer wir fahren, desto mehr oder weniger Eis haben wir. Desto mehr Asphalt haben wir. Aber ja, der Schein kann trügen. Vor allem, wenn hier so Schatten oder ein Schatten irgendwo ist, kann da bestimmt irgendwo auch mal wieder Eis lauern. In links 6, in rechts 3. Boah, da hätte ich eher am zweiten Gang, glaube ich, raus müssen. Außen halten, okay. So, komm. In rechts 3, 60, Achtung, links 6, über 80, mach zu, kehre links. Boah, das sieht man sogar geil ein, hier die Kehre. Und rechts 5, mach zu, kehre rechts lang. Nochmal eine Kehre. In links 4. Ah, nicht so geil rumgekommen. Kostet alles Zeit. Rechts 6, 60, Kuppe. Links 6, links 4, in Tunnel 80. Rechts 3 lang, 60 Kuppe. So, und durchbeschleunigen hier wieder. Sehr schneller Abschnitt hier. Links 4 lang, 60. Rechts 6, in links 3 lang, macht auf und macht zu. Rechts 4. So, komm, letzter Abschnitt. Und rechts 3 halb lang. In rechts 4, 120 Kuppe. Komm, zieh. Links 5 lang 100. Achtung, Kuppe, vielleicht Sprung 60, links 3 lang 60. Alter. Rechts 3 lang 120. Ah, das war lang. Scheiße, hätte ich schneller durch können. Links 1 lang. In Achtung, rechts 2, täuscht Außenhalten, Überkreuzung macht auf. In rechts 2 bis Ziel.
komm, 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 zieh, 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 zieh. Nice, Alter, alles grün. Saugeil. Hammer-Etappe. Hammer, Hammer, Hammergeil. 42 Sekunden, Hammer. Leute, geil. Boah, das hat richtig, sorry, dass ich zwischenzeitlich ein bisschen stiller war, aber die Etappe war ja mal mehr als geil. Dir, also die anderen Etappen waren zum Teil okay, geil, aber das war jetzt, okay, der Start war ein bisschen versemmelt, ja, aber trotzdem, die Etappe, hammergeil. Die hat richtig Laune gemacht, ich hoffe, ihr hattet nur halb so viel Spaß, hoffe ich. Also nee, ich hoffe nicht, dass ich halb so viel Spaß hatte, aber wenn ihr halb so viel Spaß hattet wie ich gerade, ey, dann... Ja, dann hattet ihr auf jeden Fall Spaß. Das war echt eine geile Scheiß-Etappe, Mann. Die hat mir richtig Laune gemacht, dieses Bergabfahren. Rechts drei, innen rechts drei. Und auch vor allem der schnelle Abschnitt und der Mini liegt da richtig Bombe. Und da konnte man, weil das so klein ist, kann man da einfach so geil durchzirkeln. Muss ich einfach mal sagen, sehr, 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 sehr geil. Also das hat jetzt richtig Laune gemacht. Rechts fünf in scharf links. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich bin eigentlich raus. Mit der heutigen Folge ein bisschen sprachlos bin ich. Sehr, sehr geil, muss ich einfach sagen. Ja, also als Hinweis, die andere Folge wird jetzt schon erschienen sein wahrscheinlich. Da könnt ihr das Warm-up sehen. Aber ja, diesmal war es gar nicht so spektakulär. Egal, guckt euch einfach an. Da werde ich auch noch mal ein paar Worte darüber verlieren, ja, über das Warm-up. Und alles Weitere könnt ihr dann dort kommentieren bezüglich des Warm-ups. Aber zu dieser Stage sehr gerne hier Kommentare verfassen. Ich hoffe, die Leute, die sich den Mini und auch Monte Carlo Monaco gewünscht haben, sind glücklich mit dem Ergebnis. Ich bin es auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall richtig Laune gemacht. Boah. Einmal mal hier das Auto rumgeschmissen. Ja, wenn ihr Wünsche, wie gesagt, habt oder Vorschläge, ja, besser gesagt, also Sachen, wo ihr sagt, jawohl, Ray, damit könntest du richtig viel Spaß haben, dann schreibt es einfach gerne mal in die Kommentare. Wie gesagt, ich gucke mir das auf jeden Fall immer an und versuche das auch umzusetzen. Nächstes Mal höchstwahrscheinlich Deutschland Rally. Mit was, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Und ansonsten, ja, wenn ihr andere Ideen und Vorschläge habt, gerne, gerne raushauen, ja. Auch ruhig Sachen, die wir schon hatten, wie jetzt zum Beispiel Schweden oder so. Wenn ihr sagt, ey, Schweden musste unbedingt mit dem und dem Auto fahren, zum Beispiel jetzt nur, dann könnt ihr das ruhig schreiben. Also das ist gar kein Thema. Haut alle Kombinationen raus, die euch da lustig sind. Da können wir auf jeden Fall mal was machen. So, jetzt aber würde ich sagen, gucken wir uns das Ergebnis an. Zurück. Ups, zurück, ja. Und dann gucken wir mal. Endergebnis, Leute. Auf Platz 1 mit dem Mini Cooper S, gefolgt von Dekral mit dem Lancia Fulvia, der 1 Minute 12 hinten dran ist. Also, und wir hatten ja noch ein paar Fehler drin, ja, das muss man auch sagen. Aber die letzte Etappe, alles grün. Wir haben jedem Abschnitt haben wir aufgeholt, mal mehr, mal weniger. Also richtig, richtig geil. Auf dem dritten Platz natürlich möchte ich auch nicht unterschlagen, der Hark Hindley. Mit auch dem Mini Cooper S, 2 Minuten 30 hinten dran. Ah, komm, das müssen wir uns jetzt mal richtig geben. Hier. Ah, der H.A. Pinto, 37 Minuten hin dran. Gut, er wird eine Etappe mehr oder weniger hier fast ausgesetzt haben. Er hat 62 Minuten für die ganze Scheiße gebraucht. Ich habe insgesamt 24 Minuten 24 gebraucht. Trotzdem geht die Folge mehr als lange, ja, weil ich halt zwischenzeitlich zu viel laber, wahrscheinlich. Wie auch immer. Ich würde sagen, ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet richtig viel Spaß. Und wie gesagt, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge von Dirt Rally wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Wenn dir diese Folge gefallen hat, ihr wisst das Prozedere. Däumchen nach oben wäre nice, würde mich freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Ray.